Kuckuck. Moin. Na? Na? Wie ist? Bestens. Was denn schickert? Ein bisschen die Trommeln vorbereiten für heute Abend. Geht endlich wieder los. Besser ist. Besser ist. Wie spät ist das jetzt überhaupt? Ja? Ein paar Stunden sind ja noch, ne? Ein paar Stunden? Bist du recht früh dran. Lieber früh als zu spät. Das ist richtig. Meinst du, wird die Bude heute voll? Ja. Ich denke auch. Ja, wird platzen. Ist so. So viel, was jetzt in der Hinrunde schon ausgefallen ist. Ja. Denn die Winterpause. Und jetzt dazu noch bestes Wetter. Traumhaft, oder? Ja, mega. Traumhaft. Ja, dann schauen wir mal und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Junge, Junge, Junge. Hier sind ja alle so, früh hier. Ja, im Wegfahren aufstellen, ne? Ist ja der Wahnsinn. Und hast du auch Bock? Ich habe richtig Bock auf heute. Fertig jetzt die Kiste. Schön Derby. Läufst du wieder mit deiner Kamera durch die Gegend? Ja. Und wie ist? Ja. Hast du Bock? Ja, sicher, jetzt habe ich richtig Bock. Also, das Wetter ist toll, das ist einfach perfekt. Heute Morgen habe ich gesagt, das war so bewölkt, so diesig, das Shit. Fängt das jetzt wirklich auch an zu regnen noch? Oh, das wird, aber es hat sich aufgeklärt, ne? Traumhaft. Optimales Fußballwetter. Das ist nicht zu kalt, nicht zu warm, Sonne scheint es. Das ist so schön, endlich mal, ne? Ist können so. Wir sagen. 4 Monate, 4,5 Monate ohne Fußball draußen. Ja. Das ist hart. Ja, das im Emstetten, das zähle ich mal nicht. Nee, aber so, ne? Ja. Ist so. Das Hallenturnier war auch noch gut. Hm. Aber ist ja nicht zu vergleichen mit draußen. Wo hast du denn hier? Der Toilettenwagen war noch schmutzig, den habe ich gerade mal schnell durchgewischt. Sehr gut, sehr gut. Multitasking, ne? Fleißig für Treuertätigkeiten, ja? Hey, moin. Hey. Ja, nützt ja nichts, die Trinkflaschen schon müssen immer aufgefüllt werden. Ja. Da kommt noch ein bisschen Stoff drin, weißt du, dass ich dann schneller laufen kann. Was für ein Stoff drin? Ja, dann nützt ja nichts. Ja, aber dafür sind die Mischung nicht alle verraten, ne? Ach so. Ich habe die Hälfte von du weißt ja, wie das ist. Da dürfen die Gegner und so dürfen alles gar nicht wissen. Das ist so. Das ist Qualität. Oh, die Jacke ist gekommen. Hör mal, wunderbar. Ist das eine feine Soßjacke? Ja. Ja, die passt doch. Endlich. Das sieht top aus. Kein Rechtschreibfehler, Steffi? Doch. Nee. Und Fred, was sagst du zum Platz? Hinten meinst du, oder? Ja. Ja, so von hier, was ich jetzt so sehen kann, sieht top aus. Mhm. Ast rein. Also, ja, gut, ja, gut. Aha. Gerade eben. Alle Penner. Hab ihm alle Moin gesagt, die ganzen Fans. Ja. Gibt's ja nicht, muss ja, ne? Ja. Yo, okay, Jungs. Erstes Rückrundenspiel, Leute. Fängt direkt an mit einem Derby gegen Iren. Da will ich gar nicht so viel zu sagen zum Gegner. Wir haben ja gegen die Endrunde schon gespielt, da haben uns auch schon ziemlich schwer getan. Ja, obwohl wir da auch 90 Minuten klar die bessere Mannschaft waren, aber die erste Halbzeit da war sehr, sehr holprig. Fakt ist, wir spielen heute zu Hause. Unsere Vorbereitung war natürlich sehr durchwachsen, das ist aber egal, das hängen wir jetzt alles hinten dran. Ja, jetzt fängt ein neues Kapitel an, und zwar der Rückrundenstart. Das, was jetzt gewesen ist, die letzten 6 Wochen müssen wir jetzt ausblenden. Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen, woran ihr noch im Einzelnen arbeiten müsst. Das weiß jeder. Wir sind fitnesslevel-technisch auch nicht auf dem höchsten Stand. Ja, das geht aber vielen Mannschaften, glaube ich, zu. Deswegen müssen wir heute auch mit unseren Kräften aushalten. Ja, nicht zu sehr überpacen direkt am Anfang, sondern einteilen, sodass wir auch konstant über 90 Minuten auch vernünftig Fußball spielen können. Was wir möchten ist, dass ihr heute auch frei aufspielt. Okay, lasst euch nicht unter Druck setzen durch Zuschauer oder wie auch immer. Ja, nimmt das mit, dieses Gefühl, wie immer. Es ist einiges los, aber nimmt das für den Kopf auch mit und versucht mal frei auf Fußball zu spielen. Ohne Druck, ohne alles, okay? Das Wetter ist super. Ich denke, der Platz ist auch gut, gute Bedingungen, eigentlich super Rahmenbedingungen. Geht einfach gleich raus und habt einfach Spaß, okay? Genießt mal diesen Samstag. Auch wenn es ein Derby ist, klar. Wir wollen natürlich gewinnen, das will, glaube ich, jeder hier. Aber wir wollen natürlich auch Spaß dabei haben. Ja? Klammert alles andere aus. Wie die anderen spielen oder Tabellensituationen, bla bla bla, alles scheißegal. Ja, darum geht's nicht. Wir gucken auf uns, wir wollen Spaß haben und wir wollen die 3 Punkte hier haben. Hier behalten, das ist wichtig. Und ich habe das ja beim Training Mittwoch auch schon gesagt, das müssen wir mitnehmen. Das Tempo aus dem Training heraus,
heute mit transportieren aufs Spielfeld. Und dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen. Wenn die Einstellung passt. Wenn sie nicht passt, hey Jungs, holen wir hier keinen Pfennig. So, wen haben wir noch? Kino. Kino, ich bin froh, dass er wieder da ist. Ja. Wir haben vor ein paar Wochen schon gespielt. Hat sich richtig gut trainiert die letzten Wochen, auch Vorbereitung, ich glaube nahezu fast komplett mitgemacht. Knie sieht eigentlich ganz gut aus, die Belastungstests, die wir gemacht haben, sahen auch ganz gut aus. Deswegen ist er heute auch im Kader, wird auch natürlich logischerweise nicht für Startelf reichen, aber für Einsatzminuten erstmal wieder reinzukommen, auf jeden Fall 100%. Ne? Marc Strack kommt noch nach, hat noch zu Hause Kinderdienst, wird zur zweiten Halbzeit kommen. Und dann haben wir den auch noch zur Verfügung. Okay, und das ist alles, was wir heute haben. Aber macht nichts. Wir haben einen guten Kader. Reicht. Das reicht. Und wie ist? Sehr gut. Sagst du? Sehr gut. Viel los, viele Leute. Das kann was werden. Ein Derby, du. Besser ist das. Besser ist das. Wetter ist immer noch gut. Kommen wir zur Mannschaftsaufstellung von Sosch Steenfelde. Unser Trainer Pascal Walker schickt folgende Elf auf den Platz. Mit der Nummer 1 unser Torwart Thorsten Skerrat. Mit der Nummer 10 Yunus Emre Bakmaz. Mit der Nummer 11 Jan Klaasen. Mit der 17 Nico Telkam. Mit der 19 Timo Kirchhoff. Mit der 31 Jens Hagen. Mit der 47 Hüseyin Akan, mit der 69 Nick Heckel, mit der 77 Ibrahim Demir, mit der 80 unser Captain Ahmed Ibrahim und mit der 87 Jordan David Hüsken. Auf der Ersatzbank nehmen Platz haben Korporal mit der Nummer 2 Keno Friesemann. Nach langer Verletzung, nach Kreuzbandriss, erste Mal wieder dabei mit der Nummer 12. Ersatzkeeper Dennis Kasper mit der 23, mit der 34 Marc Strack und mit der 96 Ali Yusuf Sadi. Trainer der Mannschaft von Sosch Steenfelde ist Pascal Walker. Schiedsrichter der Begegnung ist Dennis Weihrauch. Bevor das Spiel dann gleich beginnt, bitte ich euch alle, eine Minute innezuhalten für einen Funktionär von NLV, von Hermann Weiland, der letzten Sonntag im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Also bitte dann absolute Ruhe. Danke. Unseren Didi. Ja, Bruder! Qualität, Jungs! Jungs! Was ist da denn mit Kamera? Das ist ja Wahnsinn! Ja, wusste mir, wer das ist. Ja, komm, die Kamera, Junge, Wahnsinn! Wo ist er denn, der Udo? So, wir begrüßen die Mannschaft unter der Leitung von Dennis Weihrauch. Ich bitte euch jetzt eine Minute inne für Hermann Weihrauch, der im Alter von 69 Jahren, Weiland, der im Alter von 69 Jahren letzte Woche verstorben ist.
Auf geht's, los! Ich danke euch. Bewegung! Die kommen auf ihn zu, anstatt wegzugehen. Oh, stark. Komm, jetzt muss schnell gehen, jetzt muss schnell gehen! Schade. Ende, Ende! Was ist da für eine Lücke? Wir können die auch beim Pass spielen, komm. Nicht zu tief, Ende, Ende, nicht zu tief. Bleib ein bisschen weiter vorne jetzt. Einer auf, einer auf, ey! Guck mal, guck mal! Das sind doch Scheißbänder, das seht ihr doch. Leute, nicht so weh, nicht so nervös! Bleib doch ruhig! Ja, stopp, 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 stopp! Inni, Inni, bleib mal dran, Finger! Starker Pass von Ende. Ich habe Jordan gespielt, der war ganz klein auf links. Jordan ist noch nicht da. Schick ihn doch mal, Jan. Versuch doch mal, riskier doch mal. Hör doch auf mit den engen Ball! Scheiß Anspiele! Gerne, bitte mal! Timo! Timo hat Birger! Timo, nein! Timo! Die können wohl in der Tür bestehen. Zu wenig Bewegung! Ja, schön, Ivo! Und? Zieh doch durch! Stark. Schade, wäre ein bisschen drüber rein müssen. Timo, geh weg! Das ist zu langer Ball. Ja, ja. Alle, alle, alle. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Ja, der ist weg. Ah, der wäre schön gekommen. Ne? Komm, hinter Ball, komm, hinter Ball! Gut, gut. Gut, Abel! Wieder dicht machen. Boah, dieses Getränk. Ah, mein Mann, spielst du nicht links rüber? Komm jetzt, komm jetzt! Komm jetzt, komm jetzt!
Schön, Jan. Innenverteidiger. Ruhe! Die 10, aber wenn er den Ball hat, Junge, und der Platz, dann ist Feierabend. Ja, vor allem, wenn der Standard hat, ne? Vor dem Tor. Hier spielt die Leute auf dem Bierdeckel schwindelig. Guck mal, Udo, Jan löst den Ball so krass und dann. Ja. Weil er hätte den nur links rüberlegen müssen. Ja. Jordan stand da. Aber man hätte den Dribbling gar nicht ansetzen brauchen. Bis hin, komm, dreimal! Jetzt geht er mal weg, Timo! Timo! Ja! Ja! Das ist abseits. Nee, er sperrt ihn weg. Er schiebt ihn vor. Mehr kommt davon, Lücke! Wechsel mal! Hat er schön gemacht. Mann, wer hätte damit gerechnet? Schön jetzt! Und? Leute, starten jetzt, starten! Ja, gut! So machen wir das nächste Mal! Schön gemacht! Boah, ein Pass von Emre, Junge, warte, Pass! Der rutscht durch! Ecke. Das war mal geil gespielt. Ruhig, Jungs, ihr seid viel zu hektisch. Drauf geht, Timo! Abseits. Aber dann jetzt schon wieder. Ja. Thorsten, Skellert. Hey, Thorsten. Wie früher dort? Ja. Weißt du, warum ich mich selber nicht aufgestellt habe? Ich will hier nicht rein. Das war das 1-0 für unseren Sus. Tor
Torschütze mit der Nummer 69, Nick Heckel. Da war er wach. Genau mit ihr, ne? Der kam drauf und ist gezündet. Wer ist einer? Warte, hier, noch ein hier. Gut, gut. Ja. Schade, Timo! 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 So ist schnell und jetzt schnell umschalten. Oh, komm breit, genau breit! Schöner Ball, der kriegt er. Oh, zweite Etage, boom. Das ist auch ganz wichtig, jetzt aus der Winterpause mit dem Sieg zu starten, ne? Für die Motivation. Das ist so extrem wichtig, ist das. Ich sage ja, wir haben jetzt das letzte Spiel, glaube ich, Ende November gehabt. Ich glaube, November. Raus, der geht raus. Alter, was hier? Das Spiel wird ein bisschen zu klein, glaube ich. Ja. Und in der Mitte. Beim Tor war gut, dann Heckel, wie war Heckel. Ah, schön gemacht. Jetzt hier ist Emre, hier, pass auf. Zack, klatsch. Was macht der denn? Ja, er zieht gleich ab. Und die Pommesbude getroffen. Komm da rein! Ja, na du. Du musst mehr anbieten. Wenn ihr nicht mehr anbietet, weißt du, können sie auch nicht mehr. Ah, Timo, das war halbherzig. Schön! Nick! Emre bleibt nur stehen. Ja, Emre war's. Jetzt kann Konter kommen. Ja, komm, jetzt muss der Bein kommen. Schön. So ist richtig. Nico! Trainer hier. Schön, Gigi. Jetzt hau ab, mein Junge. Oh. Jetzt machen wir den hier. Das Einwurf eigentlich für die. Nee, für uns. Eigentlich für die. Ey, Jens, doch, wie kann der Einwurf für uns dann? Fall, Timo! Fall! Nach vorne! Mach, mach, mach! Stoß einer! Ja, da war nicht, genau da war nicht, das ist der Weg! Da darf der den nicht anspielen. Oh. So ist schön. Ahmed, jetzt guck. Ahmed! Ahmed, oder? Da wird Ahmed geschrieben. Ja, Ahmed, 15. Ahmed, immer dieses Dribbeln, Dribbeln. Ihr müsst spielen. Kennt ihr das? Hier, John. Hand. Kennt ihr das? Es sind 11 Leute auf dem Platz. Komm. Gutes Ding, sehr gutes Ding. Oh, was macht er denn im Hinterkopf? Nur, dass er den Kopf hat, hat er geklärt. Aber es kann nicht sein, dass unsere nur hinter den Ball hergucken. Boah. Schnell. Ey! Schön. Emre, lass Emre schießen. Lass Emre, der hat einen Zauber, einen Goldfuß. Dann kann er laufen, ne? Dann kann er, ja. Dann kann er laufen, um den Ball zu holen.
3 Meter neben ihm, Ball, ja. Der macht er keinen Meter hin. Weil er eine Freistoßtechnik, also er hat schon viele Freistoßtore. Die Entfernung ist halt brutal. Aber der Torwart ist klein. Wer schießt, M oder Ahmed? Einer von den beiden. Nee, Nico steht. Nee, wer steht da noch? Jordan steht da noch. Jordan, aber Emre, da muss er aufpassen, dass er nicht oben rechts einschlägt, wie ich es dir sage. Absichern, absichern! Der hat einen Zauberfuß, Junge. Was ist das? Ja, was ist das? Nix ist das, gar nichts. Der macht kein Tief. Siehst du? Und jetzt. Boah, der war gut gedacht. Leute, ihr müsst wach sein! Timo, guck mal. Pass auf da, hey! Hey! Nico! Alles klar, Thorsten ist da. Boah! Alles gut! Super gespielt! Was ist das denn für ein Schuss? Schönes Ding, schönes Ding. Schön, Ivo. Schön, Alter, gutes Mann! Junge, haben wir es clever gespielt. Oh, das ist keiner. Ivo hat den Ball noch kurz vor der Linie geschnappt. Junge, der hat den Ball da hinten und hat den Hinterlinien wieder weggeholt. Leute, weiter vorrücken da! Und diese, in dieser Situation fehlt einfach unser Torjäger, der da gestanden hat. Ja. Olli hätte da gestanden und hätte den Ding reingedrückt. Also den hättest du gerade gemacht, Ivo hat sackstark im Angriff den Ball von der gegnerischen Linie hinter. Ivo hat gerade sackstark hinter der Linie den Ball weggeholt, also der war auf der Linie vom gegnerischen Tor und hat den dann wieder kurz gelegt auf Heckel und der hat den quer in den Strafraum gelegt, auf den Fünfer. Aber du hättest da gestanden, sagt Udo gerade, oder? Ja, du hättest da gestanden, Olli. 100%ig hättest du da gestanden, da stand aber keiner. Das war geil von Ivo. Um den Spieler drumherum, an der Grundlinie hat einen Fuß drauf, und ihn wieder auf Heckel, eine Fußspitze. Komm, langer Ball auf Ahmed. Und wir sind 90% Ballbesitz, dann auch übertrieben, ich würde sagen 80%. Timo, wach sein, Timo! Schön! Schick ihn doch, der muss auch was sagen, er sagt nichts, er sagt kein Wort. Er läuft los und sagt kein Wort. Das muss Hüssi ihn sehen, ja. Der wäre blank weg gewesen. Viel zu spät. Er hätte was sagen müssen. Er läuft los und sagt kein Wort. Hast du gesehen? Nein, hey! Der wäre durch gewesen. Das ist das, was da fehlt noch. Wollen wir zu spät zur Mannschaft? Ne? Den letzten Pass weniger auf den. Was du siehst dann. Ja! Nee. Und wir fangen an, hier ein bisschen zu schlafen. Hier. Hinter. Zweiter. Also so ein Gegentor, das habe ich noch nie gesehen. Der kommt von rechts, schlägt eine hohe Flanke rein, von rechts. Steht einer am 16er, ein Meter Punkt dahinter, steht einer, ist gar keiner. Der kriegt den Ball und schiebt den so rein. Das liegt nicht an mir. Was mit dem Handy liegt das? Na, hast du in der Hand. Setze. Keine Ahnung. Wer fängt an? Aber er hat nicht.
36. Spielminute. Das war das 1:1. Torschütze mit der Nummer 14, Jan-Peter Beckmann. Was ein Fehler. Zwei Mann gehen in den Innenraum und der hinten wird vergessen. Da kann Thorsten nichts dran machen. Steht blank vor ihm. Das muss er aber sehen als Torwart. Nee, kannst du gar nicht. Wenn die, er guckt ja zum Flankengeber. Ja, aber dann musst du gucken. Nee, er guckt ja nach vorne. Abholen, alle Sechser. Ja, schön. Oh, stark. Der stark immer rein. Ja. Ja, okay. Hey, Mark! Mark! Helfen, helfen! Ihr spielt den Ball nicht. Da liegt auch noch einer von uns. Unglaublich. Da muss zweite Halbzeit muss der, da muss wirklich die Unterhose brennen. Da kannst du aber hingucken. Die muss brennen. Da spielt der letzte Mann jetzt. Jan Klaasen. Und ich spreche! Schön, Jan. Schön, Jan. Stark gemacht. Oh, Junge, ohne Technik, ne? Oh. Nein, 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 nein. Ihr müsst miteinander spielen. Hast du gesehen, wie er den lang gemacht hat? Das war der Halbzeitpfiff. Was hat der denn? Hast du den mal verstellt? Nee, gar nichts. Ein Held Stichsäge. Blaues Los. 491. Udo? Ach, da kommt er. 153. Richtig. Stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, perfekt, danke. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ein Einhell. Mal rein. Nicht gucken, nein. Richtig. Blaues Los. 604. Ist er nicht mehr da? Ich rufe noch einmal auf. Blaues Los, 604. So, ich habe jetzt viermal aufgerufen. Leider verfällt das jetzt und ein neues. Oranges Los, 402. Oranges Los, 402. Mein Udo, das kann doch nicht sein. Ich bin auch mit da. Moin, hallo. Ah, das kommt, ich glaube, das kann da drüben hier. Das kann da drüben. Gut, Janni, sehr gut. Bin da. Lauf, okay. Genau.
Schön, Ahmed. Beide Sechser tun vorne rum, der große Thorsten da drüben. Mach ihn weg, Leute. Das ist doch alle Zeit der Welt. Stück lang vor der Höhe, 10 Meter. Gut, Ahmed, durchgesetzt. Ja! Komm! Das sieht Emre ja gleich. Bisschen höher, wenn er. Ja, dann wäre er weg gewesen. Das sieht er ja gleich. Lass ihn stehen! Nicht stehen bleiben! Der ist ein Tor, mal aufgepasst. Ja, schön. Schön gehalten im Spiel. Nein! Jungs, unter der Himmel ist am Körper! Guck da mal an! Hey! Du kannst da nicht, verflucht! Da muss man einer so rutschen. Hier, der kommt da noch an, die schlafen hier wieder. Das ist besser. Wieder, ne? 60. Spielminute, das war das 1:2. Torschütze mit der Nummer 14, Jan-Peter Beckmann. Schreiber Udo ist einig. Ja. Das Dribbling gehen, ist los. Jetzt muss Dampf kommen. Was? Wieder zum Ball. Pascal? Ja? Schick mich einen nach vorne, wir machen gar nichts mehr im Zentrum. Nochmal bitte? Schick mich einen nach vorne, wir machen gar nichts mehr im Zentrum. Wir haben auch Ideen hier. Vorne, was soll? Arm, komm. Wieder zurück. Ibi, bleib mal hin, bitte. Wieder. Ja, komm, der Buch.
Hinter, hinter. Da geht doch keiner von uns hin, ne? Jetzt. Komm, Tempo oben. Komm, Timo, rein in den Kommt ja nicht an, wegen die verhungern unterwegs, die Bälle. Ja! Komm, geh schon, komm! Helfen! Leute, was ist los? Ich spiele das erste Mal Fußball. Das kannst du nicht gewinnen. Das ist ja nicht normal. Nein! Leute, was ist denn los? Das kannst du da nicht erfinden. Spielminute. Das war das 2:2. Torschütze mit der Nummer 87. Jordan David Hüsten. Hier, und der Puppe, die stehen!
Geht nach hinten! Das war der Schlusspfiff. Das Derby endet 2:2. So, wir müssen jetzt rein mit den Kurven, hey? Wir müssen rein mit den Kurven, hey? Ja, erstmal zusammen alle. Komm, Jungs! Komm, hey Jungs, ganz ehrlich, das war gar nichts heute, okay? Wir können froh sein, dass ihr noch jetzt einen Punkt runter mit Ach und Krach und Glück. Weil normalerweise verlierst du das Ding hier 4-0 zu Hause oder so. Das war nichts. Wir haben nichts davon umgesetzt, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Das, was wir in der Halbzeit angesprochen haben, haben wir nicht umgesetzt. Gar nichts. Da muss sich jeder von euch selbst hinterfragen. Und dann spiegelt sich nämlich die letzten 6 Wochen wieder. Genau nämlich heute an so einem Tag. Ja, das ist so. Und dafür seid ihr selbst verantwortlich. Nicht ich, nicht Björn oder sonst jemand, ihr selber. Ihr selber müsst jetzt damit klarkommen im Kopf. Und ich erwarte von jedem, dass ihr nächste Woche Mittwoch beim Training seid. Okay, wir spielen Freitag. Das nächste Derby gegen Flachsmeer. Okay, das ist Fakt. Und jetzt müsst ihr euren Kopf mal wieder freikriegen. Und jeder soll sich mal hinterfragen, ja, ob er hier alles heute gegeben hat. Ganz einfach, okay? Wir sehen uns Mittwoch. Komm, Jungs, haben wir den Kopf hoch. Leute, haltet den Kopf hoch.